bekannter Freund. Schön, dich wieder bei mir auf dem Kanal begrüßen zu dürfen. Ja, heute ist ein richtiges YouTuber-Treffen, denn wir laufen heute zusammen mit Sarah und Marco vom Kanal Strauß Wanderlust und mit dem Waldmiegel. Und zwar sind wir auf der 9. Etappe des Saarland-Rundwanderweges. Und ich würde sagen, Leute, wenn ihr schauen wollt, wie die 9. Etappe so ist, dann folgt uns ganz einfach. Auf geht's! Was soll ich sagen? Saarland-Rundwanderweg. Die Beschilderung ist wenigstens nach der Route, die wir gehen, sehr, sehr mangelhaft. Ich gehe davon aus, dass die Routen, die es zum Beispiel auf fernwege.de gibt, dass die schon Jahre alt sind und dass mittlerweile lokal Umplanungen stattgefunden haben. Weil es sind dermaßen große Lücken hier in der Beschilderung. Das ist Wahnsinn. Also ohne Navi ist die Tour nicht zu gehen. Sie führt auch durch Ortschaften durch, was auch nicht gerade der Brüller ist. Ja, und es fehlen auch Sitzgelegenheiten bzw. Rastmöglichkeiten. Die Tour ist immerhin angegeben mit einer Länge von, ich glaube, 23 Kilometern. Dann ist ab und an eine Rastmöglichkeit doch schon von Vorteil. Okay, folgen wir weiter dem Weg. Hier durch den Forst. Im Moment zieht gerade der Wind auf und so wie das aussieht, kommen wir nicht trocken bis an Hin- und Meiner Stausee. Gewitter wird es hoffentlich keines geben, obwohl das wäre auf die letzten
3 Kilometer mehr werden es wohl nicht sein. Wird das wohl auch nichts machen. Wir sind entsprechend gerüstet für den Regen, also kein Drama. Die Talsperre Nonnenweiler, dort irgendwo liegt unser Ziel. Und hier wieder mal hervorragend ausgeschildert, etwas, was wir auf dem Weg doch sehr vermisst haben. Wie schon gesagt, ich glaube, der Weg ist inzwischen ganz anders gelegt worden, wie die GPX-Tracks, die da auf fernwege.de zu finden sind. Man müsste da, denke ich, unbedingt mal ein Update machen und die aktuellen Wege einpflegen. Jo, wir werden, denke ich, Michael schon gleich verabschieden. Er hat seine Frau hierher bestellt, die ihn dann hier abholt. Und wir laufen dann die paar Kilometerchen, laufen wir dann noch alleine zurück. Und wer sagt, es fängt an zu regnen? Ja Leute, wir haben die Nonnenweiler Talsperre nun erreicht. Der Blick ins Tal von der Staumauer aus. Armbad, Dauer 1 bis 30 Sekunden. 1 Sekunde. Schon vorbei. Tschüss.